Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der FC Crotone Karriere. Heute werden wir mal zwei Spiele in diese Folge reinpacken. Und ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin noch ein bisschen verschlafen, aber ich bin jetzt direkt aufgestanden, um diese Karrierefolge hochzuladen. Und wir werden in dieser heutigen Folge zwei Spiele reinpacken: Bologna und Genua. Und dann in der nächsten Folge Juve und Udinese. Am Montag dann. Dann wieder am Freitag Sassuolo und Chievo. Und dann sind wir auch schon ein bisschen schneller fertig mit der Karriere und können beruhigt sein und erst im September mit der zweiten Saison dann beginnen. Genau. Und dann, wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Und dann gehen wir in das erste Spiel gegen Bologna. Erstmal werden wir die Mannschaft einstellen. Budimir bekommt wieder eine Chance für Simi. In der letzten Folge haben wir ja sensationell das Finale erreicht. Gegen Juve Lopez hat sich dabei ein bisschen verletzt. Bamba rückt dafür in die Startaufstellung. Und Roden für Festa. Genau. Ansonsten noch Thomas Asante. Barberis. Genau, Barberis bekommt auch noch eine Möglichkeit. Für Fossati, glaube ich. Barberis für Fossati und Itzko oder beziehungsweise Halfredsson bekommt auch eine Pause und Itzko bekommt nochmal einen Einsatz. Genau. Und dann gehen wir rein in das Spiel gegen den FC Bologna. Bologna befindet sich auf Platz 12, Genua auf Platz 10 und deswegen habe ich mir entschieden, gegen Bologna zu simulieren. Erstens, weil es ein Heimspiel ist und zweitens, weil sie bisschen schlechter dastehen als der FC Genua. Wir sind auf Platz 4 und schauen, wie wir diese Partie hier bestreiten. Nach 15 Minuten steht es noch 0:0. Saar geht aber für Bologna in Führung durch Saar. El Tito hat sich verletzt und Davis gleicht aus, 1:1. Komm mal, Jungs, komm. So kommt für El Tito, Donza für Nagy, Roden für Mandragora. Bruckmann für Itzko. De Cherini sieht die gelbe Karte. Und Donza noch in der vorletzten Minute. Es hat nach einem 1:1 ausgesehen, aber dann müssen wir wieder nach langem wieder eine Niederlage hinnehmen. 2:1 verlieren wir gegen Bologna. Macht nichts. Wir bleiben trotzdem auf Platz 4. Wir werden jetzt eine Spielentwicklung machen. Das tut nämlich auch mal gut. Da können wir auch schneller mit der Saison abschließen. Tominello verbessert sich auf ein 68. Sehr stark. Der Rest passt soweit so gut. Und Spieler ist gesperrt. Wer ist denn gesperrt? Erstmal geht es jetzt gegen den FC Genua. Pressekonferenz brauchen wir nicht. Federico Cecerini hat zu viele gelbe Karten. Okay, dann passt es schon. Marco Davide Faraoni, was die kommende Partie angeht, er möchte spielen. Und genau. Und dann gehen wir in das Spiel gegen den FC Genua. Problem selbst beheben und Änderung. Ja, Cecerini. So, Capuano darf spielen. Okay, und der Rest passt schon so. Das war schon gegen Bologna eine gute Partie, aber trotzdem. Gegen Genua muss jetzt eine Niederlage nicht sein, zumal es 5 Mannschaften gibt. Ne, 4, die punktgleich sind. Rom, Crotone, Neapel und Milan. Und ihr seht es, Batterie ist ein bisschen leer. Werde ich jetzt ändern, einen Moment. Genau, so. Genau, ihr seht jetzt auch, ich nehme mit der PS4 auf. Das wisst ihr aber schon länger. Und das ist natürlich ein bisschen schade, dass er jetzt verletzt ist. Aber das ist die Möglichkeit für Barney, in die Auswechselbank sich zu schleichen. Und das ist gelungen. Jetzt gegen den FC Genua müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Auf geht es.
Genua haben wir im Achtelfinale rausgekegelt, auf dem Weg ins Finale. Und das sollte heute wieder gelingen. Und dann gehen wir rein in das Match gegen den FC Genua. Hier im Stadio Luigi Ferraris. Der Tabellenzehnte ist heute die Mannschaft, die wir schlagen müssen. Wir haben die Möglichkeit, auf Platz 2 hochzurücken. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Meister werden wir nicht, aber das ist krass. Diese Entwicklung von uns. Treffsicherste Mannschaft sind wir, Crotone. Wir haben in jedem Spiel fast ein Tor geschossen. Und der hat dazu beigetragen, wir haben dazu beigetragen, dass es so gut ausschaut. Hier die Aufstellung des FC Genua mit Giuseppe Rossi und André Schürrle. Lapadula, Veloso, Bertolacci, Bas, Vasselli, Bartels, Zukanovic, Rossettini und Isso sowie Perin im Tor. Perin ist jetzt bei Juve, aber nicht so wichtig gewesen oder ist nicht so wichtig wie beim FC Genua. Und jetzt gilt es einfach, dieses Spiel zu gewinnen. Hier unsere Aufstellung, die exakt gleiche, außer eine Veränderung. Capuano rückt in die Mannschaft für den wegen Gelb, zu vieler gelben Karten gesperrten Ceccherini. Und dann gehen wir rein. Wir haben Anstoß. Let's go. Und spielen direkt mal schnell nach vorne. Verlieren aber jetzt den Ball. Gut aufgepasst von Bamba. Das ist stark gespielt. 1 zu 0 nach 5 Minuten durch Ante Budimir. Das war richtig stark gespielt. So kann man auch in Führung gehen. Schnelles Spiel und schnelles Tor. 1 zu 0. Ganz stark. Ruhig, Mandragora. Was für ein schöner Ball auf Budimir. Und fast sogar das 2 zu 0 hier. Ecke. Perin ist da. La Padula. Es gibt Elfmeter, was? Naja, macht nichts. Cordas gegen Rossi. Es könnte der Ausgleich sein. Oh, Cordas war noch dran. Der hat die Ecke geahnt. 1-1. Gucken wir das jetzt nochmal in der Wiederholung an. Ich glaube, Cordas war noch dran. Ja, Cordas war noch dran. Der hätte ihn gehabt. Aber dann hat er ihn unglücklich in das Tor gemacht. Schade. 1-1. Egal. Wieder auf 0, dieses Spiel.
Wir spielen jetzt echt gut hier, die nächste Ecke. Und Perrin ist wieder da. Damit, ich mache das so, damit wir schneller fertig werden mit der ersten Saison. Und vielleicht nehme ich sogar mit, noch mit in diese Folge Udinese. Mal gucken, jetzt erstmal dieses Spiel. Budimir. Da ist wieder die Führung. 2-1. Ante Budimir. Ganz stark. Weiter geht's. Budimir, der macht eine richtig starke Saison hier. Davis. Schöner Ball hier auf Budimir. Und 3-1 nach 25 Minuten. Ritchie. Ganz stark. Wieso nicht gleich so spielen wie gegen Bologna? Oder gegen Bologna? Davis. Perrin ist da. Das war jetzt zu einfach. Martella. Davis, Mandragora. Wir spielen immer weiter nach vorne. Und da ist das 4-1. Wieder Ricci. Ne, Barberis. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wie wir das spielen heute. Hier zu 1. Und jetzt können wir mal einen Gang zurückschalten hier. Freistoß zu Kanovic. Ganz stark abgelaufen, Mandragora. Einwurf für Crotone. Die 43. Minute ist hier eingeläutet und es steht 4-1. Martella. Perrin ist da. Budimir, ja, das ist kein Problem für Perrin. Und somit ist Pause hier in Crotone, in Genua, Entschuldigung. 4-1 führen wir. So kann es doch weitergehen im zweiten Durchgang.
Beziehungsweise wir können jetzt im zweiten Durchgang ruhig spielen. Tun was für das Sortverhältnis hier. Und weiter geht's. Was hier? Vaselli, Rigoni. Ganz stark, Bamba. Jetzt komm, Ricci, auf geht's, Junge, komm. Wir drehen aber nochmal ab, komm. Wir haben nicht den Stress. Wir können ruhig spielen, wir führen 4-1. Und das passt schon so. Wir wollen jetzt ein bisschen realistisch halten. Bamba. Die nächste Partie ist für Quinoa gegen die Roma. Und was für ein geiler Ball auf Martella. Wir spielen das hier jetzt richtig gut. Aber den hat er sich jetzt zu weit vorgelegt, der Martella. Theo. Ganz stark. Cordas. Und dann wechseln wir mal. Roden kommt rein für Itzko. Aber das ist da. Bamba. Ricci, komm. Verliert den Ball hier. Und wir spielen gegen Juve. Ja, okay, dann werden wir das in der nächsten Folge reinpicken. Juve. Das passt dann auch schon. Roden, Ricci. Ricci, der ist kaputt. Aber trotzdem gewinnt er das Laufduell. 20 Minuten noch hier. Bamba. Schöner Ball auf Davis, boah, der war richtig geil. Geklärt. Und man muss wissen, Crotone steht nicht umsonst da oben. Die spielen das echt clever. Und könnte nächstes Jahr sogar in der Champions League spielen. In der Europa League zumindest, ja. Das ist mir schon bewusst. Jetzt Budimir. Sieht ab, gute Möglichkeit, aber Andragora kommt noch ran. Jawohl. Boah, Pfostenglück für. Und Gottes Willen, was machen die da? Perin und sein Verteidiger. Bamba. Ricci. Was für ein geiler Leitfalls hier. Bamba.
Davis probiert es auch noch mal mit einem guten Versuch, aber trotzdem hat es nicht gereicht. Ganz stark, Davis. Und das müsste das dann hier gewesen sein. Hier in Genua 4 zu 1 gewinnen wir. Das ist richtig klasse. Dieser Auftritt hier, jawohl. 4-1 am Ende. Genua natürlich am Boden jetzt der Tatsachen angelangt. Platz 10. Man wollte ein bisschen nach oben. Aber dann musste man sich gegen den Tabellenvierten, gegen den überraschendsten Tabellenvierten, Crotone, eine sehr hohe Niederlage eingestehen. 4-1 gewinnen wir beim FC Genua und es kann so weitergehen. In der nächsten Folge allerdings gegen Juve. Das wird nicht so einfach. Juve hat aber auch nur 1-1 gegen Sampdoria gespielt. Vielleicht nehmen wir doch noch Juve mit, weil wir haben in dieser Saison oft gegen Juve gespielt und wir sind Dritter. Boah. Ja, komm, wir machen das jetzt noch schnell. Tun das in der Folge reinpicken und dann Marco Davide Faraoni möchte natürlich, wollte natürlich spielen. Aber trotzdem, weiter geht es hier. Der 33. Spieltag gegen Juve. Wahrscheinlich wird es eine Niederlage. Mal gucken. Oh, wir. Ah. Mandragora 2-2, boah. Das ist natürlich heftig. Costa 3-2. Okay. Dann gibt es zwei Niederlagen, aber zwei knappe Niederlagen in dieser Folge. Und wir sind wieder auf Platz 4. Udinese wird auch noch schnell gespielt, komm. Nationalhof fährt die Türkei ein. Vielen Dank. Ablehnen, bestätigen. Und dann würde ich sagen, werden wir noch die Partie gegen Genua in die Folge reinmachen. Und dann in der nächsten Folge werden wir die Spiele gegen Sassuolo simulieren, Chievo simulieren und Lazio simulieren und dann Neapel sowie Inter dann am Freitag oder ja, am Freitag hochladen. Und dann ist die Saison auch dann beendet. So machen wir das, wenn wir jetzt noch schnell simulieren werden. Wir sind auf einem guten Weg. Wir könnten wirklich die Europa League erreichen. Aber jetzt geht es noch gegen Udinese zu gewinnen. Aber ihr wisst es, Auswärtssimulationen sind nicht mehr einfach. Samir 1-0, Udinese. Brugmann kommt für Itzko. Lasagna 2-0. Ricci hat sich verletzt, oh Gott. Aber wir haben dann noch Simi Trota. Budimir 2-1. Und es gibt's nicht. Drei knappe Niederlagen. Immer in jedem Spiel haben wir mindestens ein Tor erzielt. Das ist krass. Das ist eine gute, richtig gute Entwicklung. Spieler verletzt. Schienbeinbruch, oh Gott. Dann müssen wir wohl Ricci eine Pause gönnen. Für ihn darf Roden ran, jawohl, Roden. Oder ne, Benali. Wir haben ja auch noch Benali, stimmt. Benali. Benali darf halt dafür spielen dann. Und dann würde ich sagen, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren. Und checkt die Links in der Videobeschreibung ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn dann der Gegner Sassuolo heißt. Chievo Verona und Lazio Rom. Bis zur nächsten Folge. Haut rein und macht es gut. Und ciao.